Also, spät aber doch steige ich nun auch ins Wettkampfgeschehen ein. Ich habe sehr gute, trainingsintensive Wochen hinter mir. Und deswegen werde ich heute mal mit einem Diskus- und Kugelstoßwettbewerb in die Saison starten. Und hochmotiviert. Leider schaut es so aus, als würde es gleich regnen. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber wird ein toller Wettkampf. Aber was ich vielleicht dazu sagen muss, der Wettkampf ist in meinem Trainingsstadion. Das heißt, ich kenne die Anlage super. Und das soll heißen, dass es eigentlich ein guter Wettkampf wird. Jetzt muss ich mich noch schnell beeilen, damit ich nicht zu spät komme. Also ich habe jetzt aufgewärmt und wird bald losgehen, aber natürlich hat es zu regnen begonnen, jetzt wo der Wettkampf losgeht. Also nicht optimal, aber schauen wir mal, wie es läuft. Diskus ist jetzt gut vorbei. Ich habe im fünften Versuch 32,98 geschafft. Das ist Bestleistung. Sehr zufrieden und jetzt geht es weiter mit Kugel. Das war jetzt noch der Kugelstoß. Das waren 10,46 Meter, bin sehr zufrieden damit. Das ist nicht ganz Bestleistung, aber passt ganz gut für den ersten Wettkampf. Und jetzt flüchten wir vor dem Regen und damit ciao bis zum nächsten Mal. Es waren dann noch 10 Meter, was eigentlich? Ich hab's vergessen.